Die beiden Remnant-Spiele von Gunfire Games werfen einiges in den Topf. Das Gameplay orientiert sich an Souls-Likes, aber als Third-Person-Shooter. Es gibt ein Klassensystem und die Jagd nach Beute, zufällig ausgewürfelte Levels und einen Koop-Fokus. Eingebettet ist das alles in ein irres Setting, das von Dark Fantasy bis Science Fiction quasi alles abdeckt, was man im Genre abdecken kann. Und die Mischung geht auf. Remnant from the Ashes hinterließ bei Spielern und Kritikern einen guten Eindruck. Der zweite Teil will sich deswegen auch nicht komplett neu ausrichten, sondern alles einfach noch ein bisschen besser machen. Im Test klären wir, ob Remnant 2 dadurch vom soliden Spiel zum echten Must-Play wird. Im Universum von Remnant stehen gleich mehrere Welten mit verschiedenen Settings vor dem Abgrund. Die Wurzel allen Übels ist die Saat, eine Holzmutation, die alles überwuchert, was sie berührt. Neben der futuristischen Welt Nerut, dem Elfenreich Losum und Ya'isha, der Heimat der Ziegenmenschen, ist auch auf der Erde Endzeitstimmung angesagt. Als die Schlüsselfigur Clementine aus einer der letzten Bastionen der Menschheit verschwindet, werdet ihr mit Teleportsteinen durch all diese Welten geschickt, um sie zu finden. Alles in Ordnung. Ihr seid in Sicherheit. Hey, warte mal. Wir sind Freunde. Wir sind hier, um zu helfen. Diese Prämisse verpackt Remnant 2 allerdings in eine konfuse Story voller kryptischer Dialoge, die gerade Neueinsteiger eher zum Wegdrücken als zum Zuhören einladen. Aber deswegen seid ihr vermutlich eh nicht hier, vor allem wenn ihr ungeduldige Koop-Partner im Gepäck habt. Ich begrüße dich also und heiße dich im Reich der Fae willkommen. Oder was davon übrig geblieben ist. Der Fokus liegt klar auf dem Shooter-RPG-Gameplay und das ist sehr ähnlich wie im Vorgänger-Designs. Ihr schießt und schnetzelt euch mit eurem selbst erstellten Charakter durch zufällig ausgewürfelte Biome, füllt an Checkpoints eure Reserven auf und sammelt viele kleine Upgrades, um die Kämpfe zu überstehen. All das macht ihr entweder allein oder in einem Team aus bis zu 3 Spielern, wo die Fähigkeiten der unterschiedlichen Klassen erst so richtig glänzen. Die Klassen oder Archetypen sind es auch, die eine der größten Neuerungen erfahren haben. Ihr sucht euch wie im Vorgänger zu Beginn eine Klasse aus, die bestimmt neben dem Startequipment auch eure Fähigkeiten. So ist der Draufgänger etwa ein schwer gepanzerter Shotgunner mit Stampfattacken, der Jäger ein Sniper mit Wallhack und der Doktor ein MG-Schütze mit Heilfähigkeiten. Ganz neu ist etwa die Helferklasse, die mit einem KI-Hund in den Kampf zieht. Festgelegt sind bei den Archetypen aber nur die Skills und ein primäres Attribut, das speziell auf die Fähigkeiten einer Klasse zugeschnitten ist. Ausrüstung kann unabhängig von der Klasse angezogen werden. Außerdem dürft ihr den Archetyp jederzeit wechseln, wenn ihr das jeweilige Schlüssel-Item gekauft oder gefunden habt. Und um euch noch mehr Freiheit zu geben, dürft ihr ab Stufe 10 eine zweite Klasse ausrüsten, um 2 Fähigkeiten-Sets gleichzeitig zu haben. Du schon wieder fremd. Wenn du Altmetall hast, komm zu mir. Das treibt das Potenzial für Builds ordentlich in die Höhe und bereichert den Rollenspielteil spürbar. Zumindest sobald ihr verstanden habt, wie das System funktioniert. Remnant 2 erklärt euch nämlich nicht, wo ihr die Schlüssel-Items für die neuen Klassen bekommt. Auch die Item-Beschreibungen sind da wenig aufschlussreich. Der Fremdling ist zurückgekehrt. Es gefällt ihm nicht, wenn ich dir helfe. Aber es ist die Rolle, die ich spielen muss. Zudem verläuft der Upgrade-Prozess eurer Spielfigur ziemlich kleinteilig. Ihr sammelt Eigenschaftspunkte durch den Abschluss von Zielen oder in den Welten. Investiert werden die Punkte dann in eine Art Sammelkartendeck. Jeder Punkt gewährt euch kleine Boni, etwa mehr Ausdauer oder eine schnellere Ladegeschwindigkeit für Waffenmods. Die Größe des Kartendecks und damit die Möglichkeiten, eure Punkte auszugeben, wachsen im Spielverlauf enorm an. Praktisch, eine Neuverteilung der Punkte ist jederzeit möglich, wenn ihr genügend Ingame-Währung habt. Bei den Waffen setzt Remnant 2 dagegen eher auf Klasse statt Masse. Es ist nämlich kein Loot-Shooter in dem Sinne, dass ihr ständig eure Ausrüstung wechselt. Zwar dürft ihr in eurer Basis die Startwaffen und Rüstungen der anderen Klassen kaufen, besondere Ausrüstung verteilt das Spiel aber extrem geizig. Dafür fühlen sich die Knarren wuchtig und unterschiedlich an. Auch die Individualisierbarkeit ist hoch. So dürft ihr neben Umwandlungen, die einen bestimmten Aspekt der Waffe ändern, auch Mods ausrüsten. Mit denen verschießt ihr etwa Brandmunition, Heilgranaten oder explodierende Speere. Das ist gegen Boss- oder Elite-Gegner oft der Schlüssel zum Erfolg.
Bosswaffen haben festgelegte Mods, was sie noch reizvoller macht, dem Standard-Equipment aber nicht seinen Nutzen nimmt. Da wählt ihr die Mods nämlich selbst, zudem lassen sich alle Knarren aufleveln und bis ins Endgame mitnehmen. Zusammengefasst, die Fortschrittssysteme, die euch Remnant 2 anbietet, sind zahlreich und motivierend. Die Anzahl der Ausrüstungsgegenstände bleibt aber weit hinter vergleichbaren Loot-Shootern zurück und ihr müsst eine Weile spielen, um große Veränderungen zu spüren. Nun wäre das aber natürlich alles hinfällig, wenn die Kämpfe keine Laune machen würden. Zum Glück wurde auch das grundsolide Gameplay direkt aus dem Vorgänger übernommen und hier und da poliert. Ihr steuert eure Figur wie gehabt durch Umgebungen, die mal schlauchig, mal verwinkelt und mal offen sind. Neben dem Shooter-Gameplay sind auch wieder ein paar Souls-like-Elemente an Bord. Es gibt Checkpoints, begrenzte Heilmöglichkeiten, eine Ausdauerleiste und respawnende Gegner. Beim Tod verliert ihr hier aber nichts. Neben zwei Schießeisen dürft ihr auch eine Nahkampfwaffe ausrüsten. Die Prügel fühlen sich aber meistens recht überflüssig an. Die Schulterperspektive sorgt im Nahkampf nämlich schnell für Übersichtsprobleme. Eine Lock-On-Funktion gibt's auch nicht. Weil euch die meisten der abwechslungsreichen Gegner aber sowieso von weit weg angreifen, ist das kein allzu großes Problem. Insgesamt spielt sich Remnant 2 noch ein Ticken direkter und griffiger als sein Vorgänger. Es ist auch abseits seiner Besonderheiten ein gelungener Third-Person-Shooter. Beim Design der Kampagne setzt Gunfire Games auf das Prinzip des Auswürfelns. Die grob 15 Stunden lange Kampagne führt euch durch alle drei großen Biome in zufälliger Reihenfolge. Die Gebiete in diesem Biom und damit auch manche Bosse und NPCs werden beim Spielstart aber zufällig gezogen. Es ist also nicht möglich, in einem Durchgang alle zu erledigen. Abhilfe schafft hier ein praktischer Abenteuermodus. Habt ihr ein Biom zum ersten Mal abgeschlossen, dürft ihr es separat neu auswürfeln lassen, ohne gleich die ganze Kampagne neu starten zu müssen. Weil sich einige der besten Belohnungen hinter versteckten Quests und Rätseln in den Biomen verbergen, ist der Wiederspielwert hoch. Über zu wenig Spiel fürs Geld kann man sich bei Remnant 2 also nicht beklagen. Unterstützt wird das noch vom Schwierigkeitssystem, das sich an Diablo orientiert. Die ersten beiden Stufen sind für frische Charaktere gedacht, danach solltet ihr erst mit hochgelevelten Figuren einsteigen. Beim Vorgänger war der wackelige Schwierigkeitsgrad noch ein Kritikpunkt, der ließ euch nämlich gerne mal plötzlich gegen Wände laufen. Im Solo-Modus und auf der ersten Stufe ist Remnant 2 aber meistens recht zahm. Standardfeinde sind nur wegen ihrer Masse gefährlich und Elite-Monster überlebt ihr durch den klugen Einsatz von Waffenmods und der Ausweichrolle. Etwas anders sieht die Sache bei den Bossen aus. Die Kämpfe sind oft beeindruckend inszeniert und spielen sich abwechslungsreich. Den Chaos-Faktor dreht Remnant 2 aber gerne mal ein paar Stufen zu hoch. Das gilt besonders, wenn ihr allein antretet und die ganze Bandbreite der Angriffe abbekommt. Wegen der zusammengewürfelten Kampagne gibt es keine festgelegte Reihenfolge für die Bossgegner. Ihr bekommt also schon zu Beginn sehr viele Mechaniken auf einmal um die Ohren gehauen. Neben Unmengen an Projektilen, Nahkampfangriffen, Flächenschaden und Insta-Kills beschwören viele Bosse auch noch Minions, mit denen ihr eure Munition aufstockt. Teils fühlt sich das an, als wärt ihr statt in Remnant 2 versehentlich in Returnal gelandet, allerdings ist eure Spielfigur hier viel schwerfälliger unterwegs. In Kombination mit der nahen Kameraperspektive wirken die Bosskämpfe dadurch häufig überladen. Das gilt ganz besonders für den letzten Endgegner der Kampagne. Keine Sorge, den zeigen wir euch natürlich nicht im Video, nur so viel, beim Endboss haben es die Entwickler ordentlich übertrieben. Danach kommt ihr euch vor, als hättet ihr gerade mit drei entsicherten Handgranaten jongliert. Abhilfe schafft der jederzeit nutzbare Koop-Modus. Zwar werden die Gegner der Spieleranzahl entsprechend skaliert, die Kämpfe sind aber um einiges entspannter, wenn sich die Aggression auf mehrere Ziele verteilt. Zudem müsst ihr Bossgegner dann nicht direkt neu starten, wenn einer von euch mal wieder per One-Hit-Kill zerlegt wird. Die Waffenmods und Klassenfähigkeiten sind im Team noch mächtiger und befriedigender. Sämtlicher Loot wird komfortabel an alle Spieler verteilt. Aber Vorsicht, Friendly Fire ist im Koop-Modus immer aktiv. Der Kampagnenfortschritt wird außerdem nur für den Host gespeichert, weil jeder Spieler ohnehin seine eigene Kampagne zusammengebaut bekommt. Und apropos zusammengebaut, beim Level-Design ist Remnant 2 solide, aber auch recht unspektakulär. Die einzelnen Gebiete fühlen sich zumindest nicht an wie aus dem Zufallsgenerator, durch die zufällige Abfolge wirkt die Welt aber nicht besonders lebendig oder konsistent. Gelegentlich gibt's mal ein Rätsel oder eine Abkürzung, ansonsten sind die Levels aber meistens nur Kulissen, in denen ihr thematisch passende Feinde niedermäht.
Hübsch und abwechslungsreich sind sie aber, diese Kulissen. Remnant 2 bietet im Vergleich zum ersten Teil eine aufgemotzte Grafik mit verbesserter Beleuchtung, Charaktermodellen und Effekten. Dass ihr mit diesen Effekten in den Bosskämpfen gerne mal erschlagen werdet, haben wir vorhin schon erwähnt. Das klingt mir nach einem Märchen. Sicher nur ein paar alte Typen, die sich unter der Erde verkriechen. Ich hoffe nur, dass wir ein paar Vorräte tauschen können. Ansonsten halten wir hier draußen nicht länger durch. Beim Test hat uns die PC-Version dabei aber auch mit ihrem Hardware-Hunger überrascht. Wir haben in 1440p mit DLSS auf ausgeglichen und hohen Details gespielt. Und trotz einer 3060 Ti, die über den empfohlenen Specs liegt, schaffte das Spiel keine stabilen 60 FPS. Das Eindampfen von Details bügelte die Framerate zwar glatt, trotzdem sollte Gunfire Games hier noch etwas optimieren. Dafür geht Remnant 2 mit Maus und Tastatur genauso gut von der Hand wie mit dem Controller. Auf der PS5 liegt die Framerate stabil bei 60 Bildern, hässliche Skalierungsartefakte gibt's da aber genauso wie auf dem PC. Insgesamt ist Remnant 2 ein sauber spielbarer, motivierender und knackiger Shooter. Innovationstechnisch werden zwar keine Bäume ausgerissen, aber mit seiner Zufallskampagne, der großen Klassenauswahl und dem Koop-Modus bietet es Fans des Vorgängers genug neues Futter für ein paar Dutzend Stunden. Wenn euch die Eigenheiten des ersten Teils aber schon abgeschreckt haben oder ihr großen Wert auf eine Story legt, dann unternimmt Remnant 2 recht wenig, um euch von sich zu überzeugen.